Der Ton gab über zwei Jahrhunderte den Ton an im Westerwald, genauer gesagt im Kannenbäckerland. Ein durchaus manchmal etwas rauer Landstrich, aber voller spannender Geschichte. Ton, das weiße Gold des Westerwaldes. Hier im Kannenbäckerland gibt es die größte zusammenhängende Tonlagerstätte Deutschlands. Als Zerfallsprodukt von Feldspaten besteht Ton hauptsächlich aus Aluminiumsilikaten. Ihr hoher Anteil und die feine Körnung sorgen für die wertvollen, gut formbaren Tone im Westerwald. Töpfer und Künstler schätzen sie weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Nachweislich wurde hier schon ca. 5000 vor Christus Keramik hergestellt. Heute gibt es nur noch wenige Töpfer, die traditionelle Westerwälder Keramik fertigen. Die Bearbeitung des Tons erfordert Erfahrung und im wahrsten Sinne Fingerspitzengefühl, denn Ton hat ein Gedächtnis. Er merkt sich jeden Handgriff, auch den falschen. Beim Brand verzieht er sich dann und wird unbrauchbar. So manches lässt sich nur in Handarbeit formen. Maschinen bekommen das nicht hin. Also das Besondere an der Salzglasur ist eigentlich der Brand. Denn wir brennen im offenen Feuer und bei Höchsttemperatur von über 1200 Grad wird in die offene Flamme Kochsalz gestreut. Augenblicklich dann bricht im Ofen selber ein Inferno los. Es bilden sich Dämpfe, Natriumchloriddämpfe, die umstreichen alles, was im Ofen ist. Und dann bildet sich erst die Salzglasur. Und das ist die Charakteristik, die an der Oberfläche sehr schön zu sehen ist. Jetzt werde ich oft gefragt, warum sind die salzglasierten Stücke überwiegend graublau, also grauer Grundscherben und blaue Farbe. Diese Keramikart ist ja schon über 400 Jahre hier zu Hause. Es ging früher nur diese blaue intensive Färbung, die aus Kobaltoxid resultiert. Alle anderen Farbexperimente waren nicht erfolgreich. Blau ist die beständigste Farbe im Salzbrand und deshalb auch historisch belegt und hat es bis in die heutige Zeit geschafft. Ich finde übrigens, Blau ist eine fantastische Farbe, meine Lieblingsfarbe. Das ist der Herzensbrecher. Das Lied kennt man ja auch. Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Wie vielfältig der Werkstoff Ton ist und wie viel Spaß seine Verarbeitung machen kann, siehst du bei Susanne Börner. Sie ist eine von rund 40 Keramikern, die noch im Kannenbäckerland arbeiten und Schmuck, Kunst, Designkeramik und Traditionelles herstellen. Wann habe ich angefangen mit Ton zu arbeiten und warum bin ich an dieses Material gekommen? Das war vor sage und schreibe 40 Jahren. Und ich bin zufällig an das Material gekommen, weil Freunde mich mitgeschleppt haben zum Töpferkurs. Und ich habe das Material angefasst und habe gedacht, das war das, was ich schon immer gemacht habe. Erleben kannst du den Ton im Keramikmuseum in Hörgrenzhausen, beim Keramik- oder Töpfermarkt und natürlich direkt in den Keramikwerkstätten. In Ausstellungen und bei Führungen kannst du Westerwälder Keramik in allen Facetten sehen. Und? Hast du Lust auf mehr spannende Geschichten und besondere Steine in Rheinland-Pfalz? Dann klick dich ins nächste Abenteuer.